Deep Silver. For A Games. Deep Silver präsentiert. Eine Produktion von 4R Games. Metro Exodus. Aber ich erinnere mich noch an das Leben vor dem Krieg. Ich erinnere mich, dass wir anders waren und dort oben lebten, an der Oberfläche. Wir waren die Herrscher der gesamten Welt. Wir hatten gigantische Städte aus Glas und Stahl gebaut, nach Belieben die Meere überquert und auch den Himmel erobert. Wir waren einmal 7 Milliarden. Wir sind nicht für das Leben in den Tunneln geboren. Ich wurde geboren, um frische Luft zu atmen. Daran kann ich mich erinnern. Die 7 Milliarden wurden im letzten Krieg ausgelöscht. Nur 50.000 schafften es, im Untergrund zu überleben. Die Oberfläche ist vergiftet, verbrannt und wimmelt vor schrecklichen Monstern. Eines Tages wird die Strahlung an der Oberfläche vielleicht nachlassen und unsere Enkelkinder oder deren Enkelkinder können vielleicht dorthin zurückkehren. Zumindest glauben meine Brüder des Ordens das. Im Grunde bestand für uns von Anfang an keine Hoffnung. Trotzdem sind wir Menschen einfach zu schlecht im Aufgeben. Wir versuchten, das Beste daraus zu machen. Wir verbündeten uns und arbeiteten daran, die Metro zu unserem neuen Zuhause zu machen. Immerhin ist das hier möglicherweise der einzige Ort auf der Erde, an dem noch Menschen leben können. Eine Zeit lang hatten wir gedacht, wir könnten es schaffen. Doch leider hat der Krieg nicht auch unsere schlechten Gewohnheiten getötet. Es war nur ein flacher Abhang, aber wir glitten einfach hinunter. In der relativen Sicherheit der Tunnel gärte die Korruption. Und als die Gefahr von oben kam, stellten sich nur wenige von uns gegen sie. Und es wurden täglich weniger. Aber ich erinnere mich, dass wir für ein besseres Leben geboren wurden. Und ich kann nicht hinnehmen, dass ich im Untergrund alt werden und sterben soll. Es ist mir egal, wenn Sie mich als Idioten beschimpfen.
Aber wenn auch nur der kleinste Splitter dieser alten Welt noch da draußen existiert, muss ich ihn finden. Wenn endlose Jahre hoffnungsloser Existenz und ein einzelner Moment der Hoffnung zur Auswahl stehen, muss ich mich für die Hoffnung entscheiden. Ich muss dieses Signal finden. Kann ich jetzt? Ja. Und damit ein herzliches Willkommen zu Metro Exodus. 000, okay. Ja. Oh, ich habe noch eine Minute Sauerstoff. Ja. Willkommen zurück zu der Metro. Oh, das Game sieht ja mal geil aus. Das ist echt gut gemacht. Echt hübsch. Wunderschön. Echt geil und ja, willkommen zurück. Ich habe ja Metro Last Light und 2030 auch Let's Played. Deswegen mache ich natürlich jetzt auch Metro Exodus. Wie kann man denn? Habe ich keine anderen Waffen? Okay. Halte es eins gedrückt, um das Auswahlmenü aufzurufen. Ja, okay. Und jetzt? Benutze. Okay. Oh Gott, die Steuerung. Was? I! Weg! Weg! Piss dich! Okay, wie geht das jetzt aus? Ah, jetzt wieder so, okay. Ach, du Elend. Okay, und er... Oh, ich habe nur zwei Schuss. Ach, du Elend. Ja, du zieh dich. Mit der anderen Taste werde ich dann wohl schießen. Ah, hier wäre die... lachenden Kinder. Netter Ort hier, netter Ort, Artyom. Also ich gehe mal davon aus, oder es ist so, man muss die vorherigen Teile kennen. Also wenn man die komplette Story komplett verstehen will, könnte ich mir gut vorstellen, dass man sie kennen muss. Wenn man sie jetzt nicht kennt. Der Typ ist Artyom und er ballert in Russland Monster ab. Ich gehe mal davon aus, dass man vielleicht auch so alles auf auch noch so ungefähr weiß oder die Steuer noch so mitbekommt, weil ich habe Teil 1 und 2 auch nicht mehr richtig. Trampel ich so? Also ich trampel so. Ist das mein Magen oder? Wo kommt mir da jetzt etwas entgegen? Also ich hatte. Ja, was? Ich hab keine Muni, verdammt! Okay, springen kann ich auch. Oh ja, ist saugeiler, also ein geiler Weg. Hier würde ich auch mal lang gehen.
Ja, aber gut, es kann tatsächlich der sicherere Weg sein, nicht, weil Artyom kennt sich ja mit diesen Art von Monstern auch aus. Ich gehe mal davon aus, Artyom weiß, was er tut. Was soll 000 heißen? Also ich gehe mal davon aus, er weiß, was er tut. Und die letzten Teile haben wir, glaube ich, aber nur in Russland gespielt oder nur in einer Metro oder zwischen den Metros. Wow, scheiße! Ja, halt's Maul! Halt's Maul! Gott, wie sieht der Scheiße aus? Oh. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Entschuldigung. Der wollte mich töten. Entschuldigung. Blödes Kackvieh. Scheiße, Ladach. Halt's Maul. Ich töte dich. Oh. Entschuldigung. Ich war gerade am Nachladen, du Pisser. Naja, auf Konsole schießen habe ich jetzt ja auch geübt mittlerweile mit Red Dead. Ich spiele Resident Evil Odyssey auf der Konsole und ja, ich glaube, das kriegen wir schon irgendwie hin. Zielhilfe ist wie gewohnt aus, das heißt, ich muss es selber hinbekommen, werde ich auch nicht anmachen. Obwohl, hier gibt es Zielmarkierungen. Ich weiß nicht, ob das Zielhilfe heißt. Weil ich habe das ausgemacht, Zielmarkierungen. Sollte man das außer anlassen? Ich weiß es nicht, ich habe das einfach ausgemacht. Lieber weniger Hilfe als zu viel, weil zu viel ist langweilig. Komm her! Bum, bum, bum. Schnauze jetzt hier. Noch jemand, der Schläge will? So geil, der Sound, Alter. Bum, bum, es ist so geil. Es ist super. Aber Metro waren schon immer hübsche Spiele. Also Metro waren schon immer außergewöhnlich schön. Also, klar, jetzt, also jetzt noch. Den 2010er Teil, der jetzt 9 Jahre alt ist, oder der erste. Das ist mein Magen. Oh, ne Captain Gun! Bisher. Kann man damit schießen? Ich will. Man kann damit nicht schießen. Oh, leck mich doch. Ja, da kann ich jetzt voll den Monster abknallen. Ha. Noch jemand sterben? Für sie. Oh. Mehr aus. Tschüss. Geh dann. Rauf. Mach die Tür auf. Das ist mir noch ein bisschen. Oh. Nö, danke. Ich will halt kein Mittagessen werden. Ja. Du siehst scheiße aus. Ja, einmal eine Augen-OP. Tür zu. Scheiße! Was bist du denn? Das reicht's mir! Was zum Teufel? Lass dich. Oh, hi! Ich mach sie alle fertig! Ja, ich bin's. Was zum Teufel? Mir geht's bestens. Komm schon, Artyom. Bleib bei uns. Ich hasse diesen Sound, diesen Tinnitus-Sound. Ich hasse das. Was? Oh, wie nur der Held. Warum ist das nicht so? In der Station ist es jetzt Nacht, aber keine. Alles klar. Aufmachen. Gesagt, dass sie ihn erwarten. Los. Hey, Duke, warte mal. Wohin denn jetzt? Nach links, über den Platz. Hey, Damir. Meinst du, der Oberst weiß, was Artyom da oben vorhatte? Woher soll ich das wissen? Frag ihn doch selbst. Er hat sich vom Ring aus per Funk gemeldet und gesagt, er sei morgen hier. Hey, du, lass ihn in Ruhe.
Soll er doch lernen, selbst klarzukommen. Wie soll er sonst in der Metro überleben? Aufwachen, Leute! Halte durch, Artyom. Du bekommst jetzt eine frische Dosis Spartanerblut. Artyom, bist du wach? Nee, ich tu nur so. Alles gut. Der Arzt sagt, du erholst dich wieder. Soll ich vor lauter Sorge umkommen? Was, wenn du nächstes Mal nicht von der Oberfläche zurückkehrst? Da draußen ist niemand, Artyom. Niemand, den wir finden können. Niemand, mit dem wir reden können. Gäbe es da Menschen, dann wären sie doch längst hier, meinst du nicht? Wieder und wieder haben wir darüber gesprochen. Du musst akzeptieren, dass es nur noch uns gibt. Herr Oberst. Hallo, Alex. Da bist du ja, du Sturmbock. Wie oft müssen wir dieses Gespräch noch führen? Wenn du dich wegen deiner albernen Träume selbst umbringst, soll mir das egal sein. Aber siehst du nicht, was du meiner Tochter antust? Deiner Frau? Papa, bitte. Nach dem Kampf um D6 hat der Orden kaum noch Männer. Und du gehst einfach. Die Leute brauchen dich und du verfolgst egoistisch deine fixe Idee. Aber jetzt hat dieser Scheiß ein Ende. Es gibt nur die Metro und sonst nichts. Und der Orden hat sie zu verteidigen. Wenn nicht wir, wer dann? Du scheinst fit zu sein. Also mach dich bereit. Dann besprechen wir deinen Transfer zur Polis. Komm, wir müssen reden. Ich hole den Arzt. Artyom, bitte versprich mir, dass dies das letzte Mal war, ja? Sicher. Wir sehen uns später. Mal das letzte Mal. Klar doch. Artyom, wir haben dich gerade noch retten können, aber die Leute geben dir ihr Blut, mit dem so viele Verwundete gerettet werden könnten. Und du bringst es verstrahlt wieder zurück. Meinst du nicht, das ist unfair? Das Leben ist immer unfair, oder nicht? Lass es mich mal so sagen. Beim nächsten Mal kann ich für nichts garantieren. Ja. Ja. Das ist mein Job, Kumpel. Töten oder getötet werden. Ja, Artyom redet leider nicht. Ist schade. Ich auch nicht. Eine Schande, dass sie so viel Zeit an der Oberfläche verbringen. Erfolgsprinzip. Hallo. Artyom, pass etwas besser auf dich auf, ja? Selbst wenn du da draußen Menschen findest, haben sie vielleicht ihre eigenen Probleme. Was? Ja. Was würde es also bringen, sie zu kontaktieren? Abgesehen davon haben wir kurz nach dem Einschlag der Bombe doch ziemlich regelmäßig Signale empfangen. Inzwischen aber schon lange nicht mehr. Meinst du nicht, das ist ein Hinweis? Hm? Naja, es ist dein Leben. Artyom, ich kann ja verstehen, wie du dich fühlst, aber du kannst die Metro nicht immer im Alleingang retten. Mhm. Warum suchst du alleine nach einer Lösung? Deine Freunde vom Orden kamen dir wieder zur Hilfe. Der Oberst scheint dich wieder in der Einheit haben zu wollen. Warum vergeudest du deine Zeit in unserer Zuchtstation oder da draußen mit der Suche nach Gespenstern? Wenn Sparta mich haben wollte, wäre ich sofort dabei. Naja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, Artyom. Ich dir auch. Ja, wir sind halt irgendwann, ich glaube im zweiten Teil war das. Oder schon im ersten, ich glaube. Ne, ich glaube schon im ersten. Eine Schande, dass sie so viel Zeit an der Oberfläche verbringen. Okay, das ist ja das Gleiche. Die sind ja erst im ersten Teil irgendwie, ich glaube, irgendwie da ja zugestoßen. Aber wie das genau war, warum er nachher zum Ranger wurde, ich habe ja keine Ahnung mehr. Ich habe die Spiele einmal zwar alle durchgespielt, die waren sehr gut, aber leider nicht nochmal. Der, ja, ist auch jetzt nicht ganz so. Keine Sorge, ich glaube dir. Was? Nimmst du mich denn mit, wenn du draußen einen sauberen Ort findest? Ja, sicher. Artyom. Was? Auf dem Fla-
Außen in den Kopf zu setzen. Ihr habt bereits gesagt. Ich will nicht, dass er so verrückt wird wie du. Seit du ihm diese dummen Geschichten erzählt hast, kann er kaum noch schlafen. Was hat er denn davon? Bitte, lass meinen Sohn in Ruhe. Ja, okay. Ich lass ihn in Ruhe. Vielleicht. Also, wir machen unseren eigenen Scheiß. Das merke ich jetzt schon. Wir machen uns hier Feinde. Sehr gut. Atom ist mir sympathisch. Echt geil. Ja, was gibt's denn noch? Das Tee? Aber wer weiß, vielleicht haben sie in D6. Alter, auch diese Hand. Diese Hand, Alter. Guck dir das mal an. Mit Falten. Hier, gerade links sieht man das gut, warte. Falten, das ist Narben. Den Narben, ne? Den Falten. Aber ist echt geil, diese Hand, diese Details. Und der Hand, das sind, glaube ich, Narben. Das ist aber voll geil gemacht. Guck dir mal diese Narben an. Ey, das ist cool. Also, wow. Okay. Ich gehe ja schon mal weiter, ne? Tut mir leid. Was schöne Spiele mir mal 3 Jahre angucken. Und dass sie auch Hochdeutsch sprechen. Das wundert mich. Wir haben damals so einen russischen Akzent gehabt. Und da landen wir, wenn wir so weitermachen. Im Rollstuhl. Das seid ihr, ich will mitmachen. Oh, ich traue meinen Augen nicht. Artyom, es geht dir gut. Du hast uns ganz schön Angst eingejagt. Artyom, wie geht es dir, mein Freund? Offenbar gut. Entschuldigung, mein Herr. Na, Kumpel. Artyom, noch ein paar Narben mehr und du wirst für Frauen unwiderstehlich. Unterwegs alle davon sprechen. Aljoscha, wie waren die ganz der Schwestern so? Leute, könnt ihr aufhören, ihn zu belagern? Kommuna? Revier. Ich gebe euch 2 Stunden, Leute. Ja. Oh, also ganz auf. Ich wusste es. Na komm. Da habe ich etwas mitgebracht. Bitte lasst uns das letzte Mal. Halte durch, Atyom.